Machst du Yoga? Ja, genau, ich mache Yoga. Dann bist du ziemlich kräftig, oder? Beweglich eher. Ah, kannst du mir helfen, die Gummitierchen aufmachen? Benutzt du Gummitierchen? Ja, heute schon. Das ist sehr verantwortungsvoll. Soll ich dir die Gummitierchen auch reinziehen? Ja, gerne. Gerade war das drüben bei der FDP und die haben auch gesagt, okay. Hier bei der SPD sind nur Flaschen. Das stimmt, ich habe zwei da. Aber du kannst gar nicht mal trinken. Ich war vorhin bei der SPD und die haben gesagt, bei der FDP sind nur Flaschen. Nein, das haben wir ja die richtige. Die Lesbenberatung. Darf ich eine Süßigkeit haben? Was machst du denn? Machst du eine, ne? Liberal zu haben? Nimmst du eine, die anderen wollen auch noch was. Letztes Jahr im Herbst hatte ich mein Coming-out. Seitdem ist der Konstantin stets in meiner Haut. Ich hab schon starke Schmerzen von vielen Bücken. Doch anders als die meisten hab ich die nicht im Rücken. Und dann ist was passiert, das war vielleicht beschissen. Da ist mir doch im Ernst ein Kondom gerissen. Verstehst du, im Ernst? Ja, ja. Hallo meine Damen und Herren, da man ja immer wieder neue Ufer erkunden soll, hole ich mir doch jetzt mal ein paar Tipps von Männern für Männer. Und ich suche jetzt für Leute, die halt noch nicht ganz wissen, wie es funktioniert, wie ein Paarungsverhalten in Clubs von Schwulen im Gegensatz zu Heteros ist. Ja, wie kannst du nicht? Woher soll ich das wissen, wie das im Heteros-Club funktioniert? Das funktioniert meines Erachtens gar nicht. Also ich möchte unbedingt jetzt beim Dosenwerfen mitmachen, denn der Prostpreis ist ein großer Lolli. Ja, versteht ihr? Haben wir hier? Ja, dann einmal hier rein. Hier rein, die 2 Euro? Ja, genau. War aber ein enger Schlitz. Das ist keine Dose. Ist gar nicht so leicht. Funktioniert denn das eigentlich als Schwuler? Ist das eurer Meinung nach einfacher? Oder ist das genauso schwierig? Na, da muss man überzeugen und lügen und labern und zuhören. Oder zumindest so tun, als ob man zuhört. Darf ich noch einmal werfen? Ja, ausnahmsweise. Ich hab noch eins. Aber diesmal anstrengend. Yeah! Wie viel sind das jetzt? Oh, ich krieg den Lolli. Das ist aber ein anderer Lolli, als ich mir vorgestellt hatte. Aber okay. Ihr könnt euch das mal nachts hier angucken. Gegen Ende. So, wenn alle besoffen sind, so dunkel ist und die sich so langsam in die Küche verschmollen. Dann wird's interessant. Oh, dann müssen wir wohl ein bisschen länger hierbleiben. Machen wir. Muss eigentlich backen. Ich habe hier ein Skateboard gefunden. Da ist so ein Typ, der versucht die ganze Zeit ein Skateboard zu klauen. Ich habe von da hinten beobachtet. Ich kann immer fahren. Ich probiere die seltsamsten Skateboards mal aus. Ja, yeah, cool! Leute, da lang! Was ist denn passiert? Da ist mit Eisenbahn und das klebt jetzt mit dem Mindestens. Ist jetzt wieder besser? Ja, super. Ja, schön. Hallo! Wie lange bist du denn schon schwul? Mein Lolli! Mein Lolli! Bist du lesbisch? Jetzt haut sie ab! Er ist nicht schwul! Leider! Jo! Wir verwenden den Beitrag! Das war das lesbisch-schwule Parkfest 2012 in Berlin-Friedrichshain. Sehr, sehr schön. War ein bisschen warm, aber sonst war okay. Gibt es schon seit 1998. Ja. In dem gleichen Jahr, in dem Tom sein Coming-out hatte. Ja. Und hingehen, Spaß haben, fummeln.
Fummeln aber erst irgendwie ab 20 Uhr gehört. Ja, hier an der Seite haben wir alte Videos. Guckt euch die an, die sind nämlich gar nicht so schlecht. Wir haben von der letzten Woche das Video von der Hanfparade und den Lasagne-Rap. Yeah! Wer weiß, was die beiden Typen gerade aushacken. Und ausrappen, sollte man sagen. Ausrappen, verstehst du? Ausrappen, nicht aushacken. Ups.